سلام دوستان خوبم هلو <applause> بعد از انتشار دو درس 100 سوال آلمانی با جواب و درس 150 سوال آلمانی برای سطح A1 و A2 درخواست زیادی از طرف شما داشتیم که برای سطح B1 هم سوال و جواب‌های آلمانی رو آماده کنیم قرار تو این سری از درس ما شما 150 سوال آلمانی رو با جواب در سطح B1 یاد بگیرید علاوه بر این شما معنی تک به تک کلمه ها و فعل ها رو هم تو این درس ها یاد میگیرید. من ترجمه فارسی تمام جمله ها و کلمه ها رو براتون نوشتم. لینک این تا درس رو هم براتون گذاشتم. اگر دوست داشتید این تا درس رو هم تماشا کنید و جمله‌های آلمانی رو با تلفظ درست یاد بگیرید. بریم و درس امروز رو ببینیم. Und jetzt fangen wir mit den ersten 20 Fragen an. Was sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in deiner Stadt دینی های مهم شهر تو چی هستند? Was sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in deiner Stadt? Du تا جای کهتونسب تو این درst برای اینکه Artikel های اسم رو هم یاد بگیرید Espaie muannas ro ba ghermez, espaie muzakkar ro ba abi va espaie khonsa ro ba range sabs neshun dadam. Qaid va sifat va fe'l ha ro ham ba rang dige moshakhas kardam. In meiner Stadt gibt es das historische Rathaus, die alte Burg und den zentralen Marktplatz als bedeutende Sehenswürdigkeiten. In meiner Stadt gibt es das historische Rathaus, die alte Burg und den zentralen Marktplatz als bedeutende Sehenswürdigkeiten. Wie oft treibst du Sport? هر چند وقت یک بار ورزش می Wie oft treibst du Sport? Treiben. Treiben. Be manier انجام دادن hast. Sport treiben. Sport treiben. Ja یعنی ورزش کردن. Ich treibe etwa dreimal pro Woche Sport. Meistens gehe ich joggen oder mache Fitnessübungen zu Hause. Man Tariban Sebordarhafte bar dar hafte ورزش Man aqlab miravam, midavam ya tamrinat tanasub andam ro dar anjam midaham. Ich treibe etwa dreimal pro Woche Sport. Meistens gehe ich joggen oder mache Fitnessübungen zu Hause. Was sind die Vor- und Nachteile von Online-Shopping? Was sind die Vor- und Nachteile von Online-Shopping? Ein Vorteil des Online-Shoppings ist die bequeme Bestellung von zu Hause aus. Ein Nachteil kann jedoch sein, dass man die Produkte vor dem Kauf nicht in der Hand halten kann. یک مزیت خرید اینترنتی راحت سفارش دادن از منزل هست. اما یک عیب یا نقط ضعف می تواند این باشد که آدم Ein Vorteil des Online-Shoppings ist die bequeme Bestellung von zu Hause aus. Ein Nachteil kann jedoch sein, dass man die Produkte vor dem Kauf nicht in der Hand halten kann. Welche Verkehrsmittel benutzt du am häufigsten? Ich benutze meistens öffentliche Verkehrsmittel wie Busse oder die U-Bahn, um zur Arbeit zu kommen. Gelegentlich fahre ich auch mit dem Fahrrad. من اغلب از وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس یا مترو برای رسیدن به محل کار استفاده می کنم. گاهی هم دوچرخه سواری می کنم. Ich benutze meistens öffentliche Verkehrsmittel wie Busse oder die U-Bahn, um zur Arbeit zu kommen. Gelegentlich fahre ich auch mit dem Fahrrad. Was unternimmst du gerne in deiner Freizeit? Du dar Che Was unternimmst du gerne in deiner Freizeit? Unternehmen. Unternehmen. Bemanie Anjom dodan hast. In meiner Freizeit. Gehe ich gerne mit Freunden ins Kino, lese Bücher oder unternehme Ausflüge in die Natur, zum Beispiel in den Park oder in den nahegelegenen Wald. Dar meinen Freizeitstunden möchte ich mit meinen Freunden in den Kino gehen, oder in der in meiner Freizeit gehe ich gerne mit Freunden ins Kino, lese Bücher oder unternehme Ausflüge in die Natur, zum Beispiel in den Park oder in den nahegelegenen Wald. Beschreibe deine Familie. خانوادت رو توصیف کن. Beschreibe deine Familie. In meiner Familie gibt es meine Eltern, meine zwei Geschwister und mich. خانواده من متشکل از پدر و مادرم، دو خواهر و برادرم و من هست. In meiner Familie gibt es meine Eltern, meine zwei Geschwister und mich. Was isst du gern zum Frühstück? Ich esse gern Omelett mit Joghurt und Früchten zum Frühstück. Ich esse gerne Omelett mit Joghurt und Früchten zum Frühstück. Welches ist dein Lieblingsfilm und warum? Mein Lieblingsfilm ist Inception weil die Handlung sehr fesselnd ist. Filme, Mein Lieblingsfilm ist Inception, weil die Handlung sehr fesselnd ist. Was machst du in deiner Freizeit? در اوقات فراغت خود چه میکنی؟ In meiner Freizeit lese ich Bücher, treffe Freunde und gehe ins Fitnessstudio. در اوقات فراغتم کتاب میخوانم، دوستان رو ملاقات میکنم و به باشگاه میروم. In meiner Freizeit lese ich Bücher, treffe Freunde und gehe ins Fitnessstudio. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind lesen, joggen und Gitarre spielen. Meine Hobbys sind lesen, joggen und meine Hobbys sind lesen, joggen und Gitarre spielen. Hast du schon mal eine Reise ins Ausland gemacht? Hast du schon mal eine Reise ins Ausland gemacht? Ja. Ich war letztes Jahr in Spanien im Urlaub. Ja, ich war letztes Jahr in Spanien im Urlaub. Welche Musikrichtung hörst du am liebsten? Ceno Musik ich höre am liebsten Popmusik und Rock. Ich höre am liebsten Popmusik und Rock. Wie verbringst du gerne deinen Sonntag? Du am Wie verbringst du gerne deinen Sonntag? Am Sonntag entspanne ich mich gerne zu Hause, lese Bücher und schaue Filme. Am Sonntag entspanne ich mich gerne zu Hause. Lese Bücher und schaue Filme. Was ist dein Lieblingsbuch und warum? Mein Lieblingsbuch ist Der Alchemist von Paolo Coelho, weil es inspirierend ist. Mein Lieblingsbuch ist Der Alchemist von Paulo Coelho, weil es inspirierend ist. Was sind deiner Meinung nach die Vorteile des Sports? نظر تو درباره فواید یا مزیت‌های ورزش چیست؟ Was sind deiner Meinung nach die Vorteile des Sports? Sport hält den Körper fit, stärkt das Immunsystem und fördert die soziale Interaktion. ورزش بدن رو خوشاندام نگه می‌داره. Badan ro kone wa ta e ro mide. Sport hält den Körper fit stärkt das Immunsystem und fördert die soziale Interaktion Welche Sprachen sprichst du außer Deutsch Almanie, Welche Sprachen sprichst du außer Deutsch? Ich spreche auch Englisch und ein wenig Französisch. Man va ham ich spreche auch Englisch. Und ein wenig Französisch. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Was sind deine Pläne für die Zukunft? Der Plan. Der Plan. In Zukunft möchte ich meinen Master Abschluss machen und im Ausland arbeiten. یعنی در آینده دوست دارم فوق لیسانسمو بگذرونم یا فارغ تحصیل بشم. با توجه به شرایطی که دارید میتونه به معنی این باشه که میخواید شروع کنید به خوندن فوق لیسانس یا دارید میخونید و برنامهتون اینه که فارغ تحصیل بشید. In Zukunft möchte ich meinen Masterabschluss machen und im Ausland arbeiten. Welche Rolle spielt Kunst in deinem Leben? <laughs> Welche Rolle spielt Kunst in deinem Leben? Kunst spielt eine große Rolle in meinem Leben

Welche Sehenswürdigkeit möchtest du gerne besuchen? Du stori as, kodum, as didani, didankoni. Welche Sehenswürdigkeit möchtest du gerne besuchen? Ich möchte gerne die Pyramiden in Ägypten besuchen. Ich möchte gerne die Pyramiden in Ägypten besuchen. Was war dein schönstes Reiseerlebnis bisher? Was war dein schönstes Reiseerlebnis bisher? Mein schönstes Reiseerlebnis war ein Roadtrip entlang der Küste Kaliforniens. Mein schönstes Reiseerlebnis war ein Roadtrip entlang der Küste Kaliforniens. دوستان عزیزم امیدوارم این درس براتون مفید بوده باشه. ادامه درس ها رو آماده کردیم و برای اینکه درس ها بیشتر از حد طولانی نشن روزهای آینده منتشر میشن و داخل پلیلیستی که براتون لینکش رو اینجا و پایین این ویدیو گذاشتم ذخیره میشن. تا درس آینده خدا نگهدارتون باشه. Viel Spaß beim Deutschlernen und bis zum nächsten Mal.